Hallo YouTube, ich bin der Noobifar. Und ich bin der Star Citizen Proof. Hallöchen YouTuber. Am 8. November 2022 hat CIG Jake einen Aufruf für Fragen in Form eines AMAs mit dem Titel All About Cargo veröffentlicht. Die Regeln waren einfach. Der Beitrag sollte zum Thema passen und auf eine einzige Frage pro Beitrag begrenzt sein. Fragen, die das Wort WIN enthalten, werden ignoriert und wir werden gebeten, die öffentliche Roadmap zu lesen, bevor wir eine Frage stellen, da die Antwort dort zu finden sein könnte. Die Fragen, die am meisten geupvotet wurden, kamen an die Spitze und Dan Griffiths ging eine Stunde lang durch die Fragen und beleuchtete unsere Anliegen eine Stunde lang. Wir begannen mit den am meisten geupvoteten Fragen und gingen dann zu den am wenigsten geupvoteten. Die Frage bezog sich auf die externen Frachtkisten auf der Prospector, der Mole und der Raft und was mit der Fracht passiert, wenn das Schiff zerstört wird. Jake hat diese Frage an das Schiffsteam weitergeleitet, das gesagt hat, dass sich die Ladung im Falle eines Totalverlusts wahrscheinlich selbst freisetzen und zurückbleiben wird, sobald die Mechanik für die Abnehmbarkeit der Boxen installiert ist. Es wurde die Frage gestellt, was getan wird, um Spieler und Spielerinnen zu ermutigen, Schiffe zu entern, anstatt sie zu zerstören. Uns wurde gesagt, dass es in 3.18 die Idee eines sanften Todes mit einer 70%igen Chance geben wird, dass die Ladung eine Schiffszerstörung unter bestimmten Bedingungen überlebt. Weiter hieß es, dass in 70% der Fälle, in denen deine Mannschaft überlebt, die Ladung unversehrt bleibt. In 30% der Fälle, in denen das Schiff explodiert und die Ladung verbrannt ist, werden zwischen 0 und 90% der Ladung verstreut, wobei ein Durchschnitt von 45 geplant ist. Auf die Frage, wie man die Ladung ordentlich stapelt, damit sie sich am Raster ausrichtet, wurde geantwortet, dass die Ladung an ihrem Platz einrastet und alles, was sich auf dem Raster befindet, am Handelskiosk zum Verkaufen erscheint. Auf eine weitere Frage wurde geantwortet, dass die Ladung außerhalb der Waffenruhezone mit einem Traktorstrahl so angeordnet werden kann, dass sie passt, und es wurde deutlich gemacht, dass Ladung und FPS-Inventarartikel nicht dasselbe sind. Auf die Frage nach zukünftigen Preisänderungen bei Waren wurde bestätigt, dass sich die Preise für 3.18 nicht ändern werden, da in Zukunft alle Arbeiten neu gemacht werden müssen. Die Frage war, ob wir leere Kisten kaufen können, um die Inventur zu erleichtern. Die Antwort war ja, und es gab ein Beispiel für geplante Änderungen, die dies ermöglichen würden, aber nicht Teil von 3.18 sein würden. Eine weitere Frage lautete, ob ein Spieler merken würde, dass er gestohlene Waren kauft, und die Antwort lautete nein, es sei denn, der Verkäufer sagt es dir. Wir wurden dann daran erinnert, dass der volle Preis für Gegenstände, die an NQA-Terminals verkauft werden, niedriger sein würde und dass das Verkaufen von Gegenständen an Grimhex immer die letzte Option darstellt. Auf die Frage, ob die Frachtkisten eine eindeutige Signatur haben, um sie zu lokalisieren, wurde geantwortet, dass die Container gescannt werden können und man sie erkennt, wenn sie das Explosionsunglück überlebt haben. Die Fracht wird zur leichteren Identifizierung farblich gekennzeichnet sein. Ein SCU-Container werden vorerst beibehalten, aber in der Zukunft sollten größere Boxen als Option angeboten werden. Die einzige neue Ware, die mit 3.18 eingeführt wird, ist RMC, also das Zeug, das man beim Abwracken des Schiffsrumpfs erhält und das verkauft werden kann. Fracht-Timer sind für 3.18 nicht geplant. Und auf die Frage nach weiteren Informationen zu den neuen Frachtmissionen wurde uns gesagt, dass es neben der Basisfrachtmission auch Missionen mit hohem Risiko und Belohnungen geben wird und dass in Zukunft natürlich noch mehr Variationen geplant sind. Und das war das Ende der Stunde. Es wurden insgesamt 357 Fragen gestellt und ich habe den Thread verlinkt, damit du nachlesen kannst, was die Leute fragen und wie die Diskussion zwischen den Community-Mitgliedern verläuft. Danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und bitte teil das Video mit ganz vielen Leuten, die es interessiert oder die es nicht interessiert oder die es interessieren könnte. Ich danke dir, dass du Teil dieser Community bist und freue mich immer, wenn du auch einen Kommentar da lässt, ein Like und ein Abo, falls du das nicht schon getan hast. Also, flieg sicher und wir sehen uns im Perth. Der Noobifar aka Star Citizen Proof over and out. Das war das Video vom Noobifar. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen hoch da und falls du es nicht schon getan hast, auch ein Follow. Wenn dir meine Stimme gefällt, dann gibt's mehr von mir auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Dieser ist hier auch überall verlinkt. Also sei nicht scheu und komm vorbei. Ich freue mich sehr, wenn du auch mir ein Abo dalässt und mich auf meinem Kanal genauso unterstützt wie hier. Gerne kannst du auch auf Twitch bei den Live-Shows vorbeischauen, mir auf den Social-Media-Kanälen folgen und gerne der Discord-Community beitreten. Also worauf wartest du noch? Komm vorbei und mach mit! Ich freue mich auf dich. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Be brave, fly safe. Bis gleich, der Proof.
Whee!